So, willkommen zurück zu Mega Man X3. Ja, das ist jetzt teils live. Das jetzt ist nachkommentiert, weil die ganze Aufnahme geht über eine Stunde und ich musste mich so derbe konzentrieren. Das ist schon, ja, das war richtig, richtig übel. Und ja, ihr seht da Sigma. Ich benutze immer noch die, ja, recht nubige Lass mich treffen Taktik und ja, versuche ihn irgendwie zu beballern mit den, mit dem Schild. Und ja, das ist natürlich verdammt schwierig. Ich fress hier die Subtanks ohne Ende. Ja, und das ist jetzt wie gesagt der für mich gute Run. Der Rest des Videos wird gleich live sein. Puh, ich kann jetzt sagen, meine Hände haben geschwitzt. Meine Hände haben geschwitzt. Ich habe mich nämlich konsequent an diesen Endkampf gewagt. Hab ihn bis zum Schluss durchgezogen. Immer wieder neu gefarmt, neu gefarmt, neu gefarmt. Mich gemobbt machen lassen. Ja, wieder versucht und wieder versucht. Ja, und das ist jetzt sozusagen der geglückte Versuch, also der finale Part. Ja, und ihr müsst ihn, wie gesagt, durch die Schultern treffen, also zwischen den Schultern. Nur dann könnt ihr seinen Kopf treffen. Das ist eine gerade Linie und das ist schwer. Das ist ziemlich, ziemlich schwer. Und ja, man kann das mit 3 E-Tanks schaffen, aber selbst dann ist es noch, ja, ziemlich knifflig. Ich habe mich zuerst verschanzt auf der linken Seite, hat aber nicht lange funktioniert. Deswegen dachte ich mir, okay, neue Strategie hin und her und versuch aus der Distanz das irgendwie zu treffen. Und die Raketen, wenn die von da kommen, können die einfach mit aufgeladenen Schuss dann zerstören. Ja, und da durchzutreffen ist wirklich ziemlich, ziemlich knifflig. Ich muss sagen, es hat mich auch viel, viel Nerven gekostet, der Kampf. Gerade für meinen 5er Mega Man Skill vom Mittelmaß. So, der nächste E-Tank. Wenn man sich hier penetrieren lässt und einen E-Tank nach verspratzt hat, dann, ja, war schon verkackt, deswegen muss sich jeder E-Tank lohnen, den ihr verbraucht. Jeder E-Tank, den ihr hier verbraucht, der muss sich wirklich lohnen. Ihr müsst mindestens, sag ich mal, 1 bis 2 Mal treffen und vor allem bleibt weg vom Laser. Der zieht wirklich Damage ohne Ende. Und ich war so angespannt. Ich glaube, am besten trifft man ihn von vorne. Von hinten ihn zu treffen ist sehr, sehr bedürftig. Vor allem wegen der Hitbox von dem Kopf. Die ist sehr, sehr bescheiden. So, letzter E-Tank. Und ich würde sagen, ab hier endet die nachkommentierte Aufnahme. Und ja, wir schalten jetzt mal live zur richtigen Aufnahme. Es wird übrigens ein kleines Echo geben, weil die Boxen an waren. Lasst euch davon nicht stören. Naja, viel Spaß. Yes! Nach fast einer Stunde. Nach fast... Was? Nein, das kann nicht sein! Tian, im Defidio... Du kannst mich so nicht besiegen mit dem Körper, ich bin ein Virus, ich... Wow, 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 wow!
Nicht nach all dem. Nicht nach all dem. Nein, nicht. Komm, hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Ah, komm, schnell, renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Komm, 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 komm. Verdammt, Sackgasse. Gib auf, X. Ja, ob es heißt, bei dir wohl, Robert, ich werde deinen Körper nehmen, die ganze Welt beherrschen. Vergiss es, Sigma. God, you're zero! It's you again. Wie gefällt dir das, Sigma? A pick up an anti-Sigma virus program from Doppler and use it on my beam. Sabre. Sorry about the delay, X. I thought the program might be on the only thing. Man muss eben die Boxen umschalten. That would work against Sigma. My program is disappearing! But someday it will. Ja, ja, ja. Eines Tages wirst du wiederkehren und erneut versuchen, mich zu besiegen. Oh Gott, Leute. Fast eine Stunde sitze ich an dem Scheiß. Wisst ihr, was am schlimmsten war? Die Hitbox von dem Kopf. Das war für mich das Schlimmste. Tja. Und wie bei... oder ähnlich wie bei Simon bei Sunspike endete dieser Sieg mit fast einem Schrei. Und wir kriegen dieses schöne Bild. X crushed Sigma's plan once again. But many questions will occupy his mind. Ja, man wird es ein bisschen doppelt hören, aber es ist mir scheißegal, weil ich die Boxen hatte. Why must humans fight against Reploids? And why must Reploids fight against each other? Ja, warum müssen Reploids gegen Menschen kämpfen? Warum ist es andersrum auch so? Six stairs to burning remains, Doppler's lab. His body templars from an unknown sorrow. Ja, what does fate have in store for me? He wonders. Ja, wie lange wird der Kampf weitergehen? Fragt er. Oder wie wird sein Schicksal ausgehen? He can only hope that someday Dr. Light's plan for him will finally be revealed. Unknown to X, his destiny has already been decided. To save mankind, he must destroy Zero. But only time will tell when and why. Ja, irgendwann wird er Zero zerstören müssen. Die Frage ist bloß, wann und warum. Ich hoffe, es wird nicht der Fall sein. Wir werden es irgendwann mal sehen. Ja, das war Mega Man X3. Meinen hart erkämpften, langen, langen Sieg. Widme ich natürlich Simon in erster Linie. Und glaubt mir, Leute, ich saß fast über eine Stunde an diesem Kampf dran. Habe ihn halb, ja, unkommentiert aufgenommen. Die andere Hälfte werde ich wahrscheinlich kommentieren. Weil ich musste mich so arg konzentrieren, vor allem bei der zweiten Form. Die war das Schlimmste. Die Hitbox von dem Kopf. Man musste mich exakt die Schultern treffen. Da nämlich wird der Kopf mitgetroffen. Und das geht nur, wenn, ja, wir aufgeladenen Schuss.
waren so viele Fail-Versuche, so viele. Ich saß jetzt so lange da dran und hab's endlich geschafft. Ich hab schon länger als eine Stunde, sag ich dran, ich weiß nicht wie lange. Auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ich habe einer der schwersten Sigmas des SNES geschafft. Der war nämlich noch schwerer als der vom ersten Teil. Aber das Spiel an sich war verdammt genial, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Vor allem der Endboss-Fight war eine richtig große Herausforderung für mich. Blast Hornet, die Robot Master waren für mich kaum ein Problem. Dieser eine Boss, der Byte ersetzt hat, der war ein bisschen scheiße, den kann ich bisher noch nicht. Der offene Tomate. Gravity Beetle, immer schön Power und so. Ach ja, wisst ihr was? Es ist tatsächlich so, dass die letzte Sigma-Form eine Schwäche hat. Ich habe nämlich den Part von Wolf und DMC gesehen. Es ist Gift. Also Säure. Und ich frage mich, wie soll man mit der Säure treffen? Ich habe es einmal probiert, bin nicht durchgekommen. Ihr könnt das Zeug auf seinen Kopf schmeißen, es wird nicht wirken. Da frage ich mich, wie soll man damit treffen? Die beste Waffe ist der Buster. Gegen ihn. Ja, damit endet die Mega Man X SNES-Reihe. Bit und Byte, finde ich, waren recht einfach gewesen. Wirklich schwer, aber wie gesagt, Sigma. Gut, bei Byte muss ich sagen, das Schwerste oder das Nervigste war seine Attacke, als er mich halt gegriffen hat und mehrfach so aufgepuncht hat. Das war für mich die schwerste Attacke. Ansonsten, ja, und weil MK2, ist mir egal, wie viel MK du hast nichts auf dem Kasten. Wild ist für mich der schlechteste. Roboter gleich neben ihm. Dr. Doppler. Der war ja genauso lame. Der schwerste, wie gesagt, war, ja, Sigma. Und Kaiser Sigma war die zweite Form. Vom Namen her. Ja, und der Sigma Virus, das war einfach nur ein Teil von der Cutscene. Und ihr seht, Sigma ist ein Virus. Und was macht ein Virus? Es kehrt natürlich wieder. Ja, Mega Man X und Zero's Power wird gar nicht erst angezeigt. Und natürlich dich. Den Spieler. Thanks for playing, presented by Capcom. Ja. Kommt jetzt noch oder drücken mal die Knöpfe? Nein. Wieder mal natürlich nicht. Gut. Das war's von Mega Man X3. Teils nachkommentiert am Ende und teils wiederum live. Und ich kann auch noch sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.